Hallo, komm, Freunde. Neue Woche, neue Arbeit. Was ist der Plan für heute? Der Plan kommt wie immer nach der Meise. So, und zwar, Plan, auf alle Fälle, die Paprika ins Glashaus pflanzen. Das muss auf alle Fälle werden heute. Es ist nicht ganz so warm. Mal gucken, ich glaube so um die, wenn es gehen würde, um die, jetzt, zurzeit 22 Grad. Ich habe schon die Fenster aufgemacht, die Türe und wir haben auch schon etwas Grasschnitt gemacht. Lass mal dann gleich noch ein bisschen mulchen können. Dann habe ich schon eine Furche an Knoblauch gemacht. Dann habe ich noch eine Kiste, die machen wir an Paprika dran. Damit ich einfach einen Akku laden hätte. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal ins Glashaus. Gut, da sind wir im Brutkasten. Hier unten stehen die Paprikas. Dann mal von hinten anfangen. Einige von den gekauften Salaten sind eingegangen. Zwei oder drei Stück. Ja, das heißt, wir dann was anderes hin. Und zwar Lolo Rosso. So sehen die Paprika aus. Sehr zufrieden. Mal hinten anfangen. Dann mal zwei, drei Stück hier reinbuddeln. Die kann man auch beruhigt etwas tiefer setzen. Da passiert nichts. Und nicht zu dicht. Man sollte schon ca. 50 cm Luft lassen. Na hier. Nummer 2. Hervorragend. Ja, und hier hat man einen Salat, der eingegangen ist. Das setze ich dann ein Lolo Rosso hin. So, eine machen wir noch und den Rest mache ich dann alleine. Wenn dann noch welche übrig sind, werde ich noch welche, wenn welche übrig bleiben, in Folie tunnen. Garten 3. Zu Garten 3 werden wir mal nächste oder übernächste Video mal etwas mehr drüber erzählen.
drei Stück haben wir mal drin. Da müssen wir jetzt noch ringsrum besticken. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, Freunde, 22 habe ich versenkt. Da habe ich auch schon hier den Grinch, den denke ich mal, das sind mal die gar nicht mehr so richtig. Gucken wir mal so hier. Weiß ich nicht, ob man die erkennt. Hier habe ich eine Doppelreihe gemacht, hier hinten. Und hier habe ich noch welche. Bis vor. Ich habe noch welche zu Hause. Gut. Ja, wir werden ein bisschen Grünstein machen. Reinstreuen. Und dann tun wir noch ein bisschen wachern. So, Gartenfreunde. Ich habe alles gemulcht, was zu mulchen ist. Garten 1, Garten 3. Und jetzt nehmen wir natürlich noch etwas wässern. Ohne Wasser geht gar nicht, Gartenfreunde. Den Folientunnel habe ich auch gemulcht. Die Tomaten stehen noch wunderbar. Guck mal, wie weit bin ich in der Kanne hier? Die Hälfte machen wir erstmal. Ja. Dann wollen wir von der anderen Seite was holen. Ja, und die zweite Seite braucht dann natürlich auch ein bisschen Wasser. So, Freunde, ich werde dann nochmal, bevor ich losmache, nochmal zwei Kanten drauf halten. Was will man jetzt noch machen? Ich habe mir noch was gesucht, was man machen kann. Und zwar habe ich mir die besten ausgesucht. Die besten Rosenkohl. Natürlich müssen wir die ganz schön tief versenken. Ruhig bis hierhin. Bis hierher. Jetzt müssen wir da rumgehen. Dieses Jahr mache ich nicht so viel Rosenkohl. Nee, schmeckt nicht. Oh ja, schmeckt schon. Aber ich habe noch welchen. Der Truhe. Also
Also wird keine Ruhe in der Truhe. Nee. Ja, die restlich mal alleine einbuddeln. Der Nachbar quatscht wieder rein hier. Sinnlos. Gartenfreunde, das ist der Inhaber von Garten 3. Ihr braucht nicht zu ducken. Vom Garten 3, hier ist der Gartennachbar Dennis. Ist euch schon aufgefallen, was der Steffen für eine tolle Sommerfrisur hat? Ne? Ich war ja überrascht heute. Nur deswegen haben wir so schönes Wetter. Ne? Ich muss meine Haare echt noch abschneiden lassen, dass das Wetter so bleibt. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ne? Dass ihr es genauso toll findet. Macht's gut, Freunde. Und passt beim Rosenkohl auf. Dann nehme ich hier Besitzer, noch Besitzer von Garten 3. Das ist noch ein Geheimnis, Garten 3. Ja, das kommt erst im Mai, offiziell. Ja. So, werden wir den Rosenkohlbart einbuddeln. Oh. Natürlich müssen wir das Zeug auch anwässern. Ohne Wasser geht gar nicht. Bei der Trockenheit. Mal sehen, ob ich heute noch zum Mulchen komme hier. Zur Zeit ist der Akku leer. Muss erst mal laden. Das Laden dauert immer mindestens eine Stunde. Mal Rosenkohl haben wir dieses Jahr. Wenn er so wirklich wie letztes Jahr vollkommen ausreichend. Ja. Eine Kanne habe ich noch drauf, dann ist gut. Willkommen, Freunde. Das war's für heute. Plan geschafft. Die Paprikas sind drin. Nächstes Video. Überreichen lassen. Gut, da war's das für heute. Bis zum nächsten Video. Slava Ukraine. That's worse.